Also hallo zusammen. Ich finde es ganz großen, dass es am Ende gerechtes Unentschieden gewesen ist, wobei wir erste Halbzeit nach meiner Meinung einfach zu passiv waren. Wir haben nicht genug Druck auf den Ball gekriegt. Wir hatten trotzdem aber gute Umschaltsituationen gehabt, die wir nicht gut zu Ende herausgespielt haben. Zweite Halbzeit dann hatten wir auch schon dick mehr Spielanteile. Wir hatten auch unsere Chancen gehabt, die wir mit ein bisschen mehr Glück auch nutzen könnten. Aber wie gesagt, am Ende gerechtes Unentschieden. Mich freut es, dass wir zu Null gespielt haben, weil Verl ist nach meiner Meinung sehr spielstarke Mannschaft und das haben die auch heute über die weiten Strecken unter Beweis gestellt. Dankeschön. Ja, erstmal hallo zusammen. Erstmal war es cool, wieder vor Fans zu spielen. Ne? Also das war mal wieder schön, an der Seitenlinie zu stehen und diese Stimmung damit zu kriegen. Ich meine, du sagst 874. Ja, super. Kann gerne wieder. Also danke nochmal dafür, dass viele, viele Fans uns da unterstützt haben. Ja, zum Spiel. Ich glaube, dass wir gut reingekommen sind in der ersten Halbzeit. Haben wir viel vom Spiel gehabt, haben wir viel Ballbesitz gehabt, sind dann auch irgendwann gut ins Übergangsspiel gegangen. Und da ist das große Aber. Das war mir dann zu hektisch. Wir sind kaum ins letzte Drittel gekommen. Wir waren nie so richtig zwingend. Das hätte ich mir gewünscht, dass wir da den Puls ein bisschen weiter runternehmen und da bessere Entscheidungen treffen. Und dann hätten wir sicherlich viel, viel mehr Torchancen generieren können. Ja, insgesamt das Spiel, Türkgücü zweimal Aluminium, wir zweimal Aluminium. Ich glaube, das war ein gutes Drittligaspiel. Ich glaube schon, dass es irgendwo ein Tor hätte verdient gehabt, das Spiel, weil beide Mannschaften wollten irgendwie gewinnen, hatten ihre Chancen. Ich bin froh, dass wir in der Defensive gut standen. Wir haben viel wegverteidigt. Das, was wir in der letzten Saison noch oft als Makel hatten, dass wir zu schlampig waren in der Verteidigung, in der Restverteidigung. Das haben wir heute wesentlich besser gemacht. Und ja, auf diese Leistung kann man sicherlich ansetzen und weiterarbeiten. Ich freue mich auch, dass wir zu Null gespielt haben. Hätte lieben gern noch ein Tor geschossen, aber gut. Ich denke, ja, der Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung. Petra, dir wünsche ich mit deinem Team viel Erfolg, eine gute Heimfahrt. Sitzt ja noch erstmal ein bisschen im Bus. Seid nicht zu beneiden jetzt bei den Temperaturen. Hoffe, es ist klimatisiert. Ja? Natürlich, natürlich. Dankeschön, danke. Ja, und wie gesagt, euch allen einen schönen Tag und jetzt gebe ich zurück zu dir, Thorsten. Danke, Rino.